Im letzten Video konnten Sie sehen, wie man eine empfangene Audiodatei, die im WAV-Format vorliegt, als Klingelton nutzen kann. Genauso können Sie dies auch mit Audiodateien, die im MP3-Format vorliegen, machen. Übrigens, das Versenden und Empfangen von Audiodateien funktioniert genauso wie im Video 17 gezeigt. Den Link zum Video hierzu finden Sie unten in der Beschreibung. Haben Sie also eine Sounddatei, welche im MP3-Format vorliegt, empfangen, navigieren Sie, so wie im letzten Video gezeigt, zum WhatsApp-Ordner Audio. Hier in diesem Beispiel benutzen wir den systemeigenen Dateimanager. Spielen Sie kurz die gewünschte Sounddatei ab. Tippen Sie oben im Menü rechts auf die Schaltfläche mit den drei Punkten und wählen dann den Eintrag als Klingelton festlegen. Durch nochmaliges Antippen des Befehles als Klingelton festlegen ist der neue Klingelton einsatzbereit. Wenn eine Person Sie nun anruft, wird dieser Klingelton benutzt. Wollen Sie nicht so lange warten, bis Sie jemand anruft, wechseln Sie in die Soundeinstellungen Ihres Handys. Das machen Sie je nach Gerät und Betriebssystemversion so oder so ähnlich wie hier gezeigt. Spielen Sie dann den Sound durch Antippen der entsprechenden Datei ab. Haben Sie genug gehört, tippen Sie auf Abbrechen und kehren im Anschluss zu WhatsApp zurück.